Ja, das hier müsste jetzt die Nummer 360 sein. Oh, Sackgasse. Also nach oben. Oh. Gibt's nicht mehr die. Gibt's keine Leiter mehr nach oben? Hat die Leiter abgebaut? Hm, ich runter. Ja, in der Nummer 360 geht es eigentlich um die Melfamena. Ich denke nach oben. Ach da, Lager 2. So. Und es ist auch direkt Nacht. Ja, bei der Melfamena muss ich immer noch das Gelände planieren und deswegen jetzt hier jetzt auch keine großen Fortschritte geben. Es wird auch keine Melfamena erkennbar sein in dieser Folge, weil ich immer noch das Gelände plattwalzen muss. Ich gehe allerdings, damit man überhaupt irgendwas erstmal sieht, ins Bett, um Tag zu machen. Und zwar muss ich erstmal dahin laufen. Ich denke, ich werde über die Himmelsbrücke dahin laufen. Dann werde ich halt abbauen. Pock, 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 pock. An sich nichts Interessantes. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich für mich alleine Minecraft spiele, gucke ich dabei mal die Dougie LP Streams. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Ich werde den Stream laufen lassen. Ich bin gerade im Stream Wir Terraformen die Kammer des Schreckens. Und den lasse ich einfach nebenher laufen. Allerdings mache ich dann hier alles in vierfacher Geschwindigkeit. Wenn ich vierfache Geschwindigkeit habe, ist der Ton noch da, aber halt ein bisschen verfremdet, weil ich will ja jetzt auch nicht hier seine, quasi alle seine Inhalte in meinem Video zeigen. Also, wer jetzt wissen will, was in Wir Terraformen die Kammer des Schreckens passiert, sollte das Video selbst gucken. Wobei, was passiert da? Die Kammer des Schreckens kommt bis jetzt eigentlich gar nicht vor. Es geht darum, dass der Berg oberhalb der Kammer des Schreckens irgendwie geterraformt wird, weil also, er muss da quasi auch Pock, Pock, Pock machen mit seinen Bauteams. So, ich müsste Richtung Norden zur Melfamena. Damit der da dann, ja, das Problem bei seiner Kammer des Schreckens ist halt einfach, dass er ja das ganze Gelände für den Schwarzen See absenkt. Und bei der Kammer des Schreckens geht das halt nicht. Und was ist denn hier passiert? Was soll das denn? Wer hat denn das Stück der Brücke nach da teleportiert? Okay, dann gehe ich doch nicht über die Himmelsbrücke, würde ich sagen. Aber die, Dingens hier, die, Melfamena ist leider noch nicht ans Strandsystem angeschlossen. Das heißt, ich muss durch den Dschungel. Na, hoffentlich komme ich dann überhaupt an. Naja, dann gehe ich jetzt mal wieder nach unten und gehe dann jetzt in den Speed. Krank. Also, das war, ich weiß nicht, was da los war. Was...
Ja, also. Wir sind hier bei der Melfa Mayna im Mondschein. Hier sieht man, wie viel insgesamt schon runtergebaut wurde. Ja, aber es muss immer noch eine ganze Menge runtergebaut werden. Ich glaube, das da hinten ist die Ebene, auf die ich drauf kommen will. Oh, das ist noch ein bisschen was. Schauen wir mal von hier aus an. Ja, Dagi hat geterraformt, hat einen Spender mit Grutio gequält, hat sich gewundert, dass er gestorben ist. Also, ich weiß nicht, wie man sich mit Grutio bedanken kann. Da kommt jemand von meinen ein. Weil, und dann wundert er sich halt noch. Wenn ich ihm was spende, würde ich mir nie freuen, wenn er mich dafür mit Grutio billig fahren, weil er sich Grutio ja auch ercheatet hat. Grutio hat er sich ja nicht verdient. Ja, gut. Aber ich sehe gerade, ich habe hier ein bisschen Gras im Inventar. Vielleicht lege ich das hier schon mal hin, damit hier auch ein bisschen Gras über die Sache wachsen kann. Die Melfas werden ja hier wahrscheinlich hinterher dann ihren Garten haben. Und da wäre es ja ganz nett, wenn dann schon mal alles ein bisschen grün ist. Und nicht alles frisch plattgestampft von den Bauarbeitern mit brauner Erde. Ja. So, außerdem, wir wollen Gerüchte streuen. Daniel steht auf Salazar. Ja, also er stand auf der Salazar-Statue vor allem. Nur damit das klar ist. Also kann man jetzt das Großgerücht streuen. Daniel stand auf Salazar und es ist ja kein Gerücht, er stand ja wirklich auf ihm. Ja. Ich denke, ich mache jetzt noch. Ja, nicht reinfallen. Ach Mist. Naja, das muss reichen, da kann Gras über die Sache wachsen, wenn ich nächstes Mal hier weiter abbaue. Und oje, da sind ja dann doch noch mal, welche Ebene ist das? Also, das müsste die Null-Ebene sein, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen müssen noch abgebaut werden. Naja, dann sage ich jetzt aber für die Folge jetzt mal Arrivederci, Sovereign, out.